Hallo und herzlich willkommen zu den Griefer Games News, Leute. Heute fangen wir erstmal damit an, dass es einen neuen schönen Befehl gibt, womit ihr sehen könnt, wie viele Plots ihr habt. Und zwar erstmal den Slash Zuhause Befehl. Dann seht ihr ganz genau, auf welchem City Build ihr wie viele Grundstücke habt. Ich habe jetzt, glaube ich, auf City Build Dings. Also eigentlich habe ich nur drei Grundstücke, aber da ich einen Vierer Merch habe, zählt das halt so. Dann habe ich hier auf City Build 2 habe ich da so viele Grundstücke. Es zählt immer die einzelnen Grundstücke, Leute. Und dann könnt ihr immer, wenn ihr einen Plot kaufen wollt, wisst ihr, auf welchem City Build ihr noch was frei habt und könnt da halt euer Geld investieren. Das ist mal ein neuer geiler Befehl, den Griefer Games neu hinzugefügt hat. So, jetzt kommen aber die eigentlichen News, Leute. Und zwar, ihr kennt ja alle sicherlich den lieben Captain Rotkohl oder Captain Rotkohl wird es, glaube ich, ausgesprochen. Oder Captain Cube. Keine Ahnung, wie er heißt. Auf jeden Fall ist es ja von Abg ein guter Freund. Der macht auch YouTube mit, hat glaube ich mittlerweile 11.000 Abos. Und jetzt wurde von Admin Evil sein Plot gegrieft. Also ich glaube, da hat Admin Evil einen kleinen Regelbruch gemacht. Was glaube ich dazu geführt hat, dass jetzt Abg irgendeine Maßnahme ergriffen hat. Ich habe mir das Video nicht ganz zu Ende angeschaut. Ich weiß nur, dass er dann irgendwie einen Reset-Knopf gedrückt hat für sein City-Build oder so. Ich weiß es nicht. Aber, naja. Gut, Leute. Dann kommen wir jetzt zu der eigentlich heute für mich schon wieder unbegreiflich, diese News, was da schon wieder passiert ist. Und zwar hat Abge am Wochenende, glaube ich, ja, am Wochenende, hat er einen Stream gemacht. So, der ging ungefähr, ich glaube, 1 bis 2 Stunden. Und da hat er sich Plots angeschaut. Und wer halt ein gutes Bauprojekt hatte, kann halt ein 100er Merch bekommen. Und Leute, es kamen so viele Donations rein, weil die Leute halt alle Abge was in Arsch blasen, auf gut Deutsch gesagt. Nur mit Abge dem, was gibt auf Griefer Games. Also, es ist schon wieder unbegreiflich für mich. Vor allem, der hat daran ja noch Geld verdient. Der hat in einer Stunde über 1000 Euro gespendet bekommen als Donation. Also, die kann er behalten, Leute. 1000 Euro in einer Stunde müsst ihr euch ja mal geben. Nur dafür, dass du ein Plot auf. Nur dafür, dass du ein 100er Merch auf Griefer Games bekommst, Alter. Die sind ja wohl nicht mehr ganz dicht. Die spenden einfach so viel Geld. Also, natürlich haben jetzt manche 1 oder 5 Euro gespendet, aber manche haben auch 50 oder 100 Euro gespendet. Da frage ich mich, Alter, wieso? Warum macht man sowas? Ja, Leute. Darüber wollte ich euch nochmal informieren. Und ja. Das war jetzt eigentlich schon alles. Zu den heutigen News, heute war mal nicht so viel, aber diese News mit Abge, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert mich, bis zum nächsten Mal, ciao.